Moin, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wolfenstein. Nicht The New Order, ich habe es erst vorhin bemerkt, als ich das Ganze schon hochgeladen habe. Wir sind wahrscheinlich erst bei Part 7, so wie ich es jetzt sehe. Es das heißt ja The New Colossus. Also Wolfenstein 2, The New Colossus. Man kann sich ja mal versprechen. Aber wir sind dabei. Ganzen Leute hier mal abzumuxen. Die haben die Freunde von uns hier aus New York haben sie generell. Mein Aim ist jetzt auch gerade ein bisschen blöd, weil irgendwie geht's klingt das Kabel nicht. Ich muss mal was kurz gucken. Tut mir leid. Entschuldigung. So, wieder zurück. Und weiter mit denen. Macht's fertig. Drohnen. So. Weg mit dir. Weg mit euch allen. Alter, müssen wir die aufhalten, ey. Verdammt. Mir ist ebenfalls, ich weiß nicht, vielleicht kann mir einer mal helfen. Weil ich habe Bioshock schon mehrmals jetzt ausprobiert. Hab sogar deinstalliert, weil ich gehe sogar das Risiko in Kauf, dass ich halt alles nochmal neu machen muss. Aber das wäre ja für mich nicht das Problem. Ich möchte euch ja einfach nur zeigen, hey, Bioshock, Remastered und alles. Das Problem, was ich halt sehe, ist, dass ich euch das gar nicht zeigen kann. Einfach aus dem Grund, da ich halt es irgendwie nicht mal geöffnet kriege. Ich weiß nicht, wo das Problem ist, ob das an 2K oder so liegt, ja. An dem Launcher, aber eigentlich ist es ja über Epic und so. Wäre echt nett, wenn mir irgendjemand das vielleicht in die Kommentare reinschreiben könnte. Ich bin da echt langsam so am Verzweifeln. Ich bin heute den ganzen Tag schon mit dabei. Och, jetzt komm, Alter. Ich kann mich nicht mehr richtig konzentrieren. Und versuche es und versuche es. Das ist so nervend aufreibend, weil man sich halt auch irgendwann denkt so, ja, Moinsen, weißt du, so nach Motto. Ich denke mal einfach nur so, ja geil, ich würde jetzt eigentlich gerne mal euch das noch ein bisschen aufnehmen, am besten durchspielen, dass ich den anderen Teil noch, den zweiten, zocken kann mit euch. Natürlich auch den dritten. Ich will nicht einfach gleich beim zweiten Teil anfangen, weil man will ja schon irgendwo Vorerfahrung haben. Da ist ja auch ein bisschen was dabei, sage ich jetzt mal, vom ersten Teil, aber auch nicht alles. Deswegen ist mir das so überaus wichtig. Das wäre echt nett, wenn mir da irgendwann vielleicht helfen könnte. Vielleicht kriege ich es auch in den Tagen noch selber hin. Aber ihr könnt erstmal davon ausgehen. Och, jetzt komm noch, bitte! Ihr könnt erstmal davon ausgehen, glaube ich, dass Bioshock irgendwie nicht will. Da bin ich auch ehrlich. Das nervt mich einfach nur. Oh, komm jetzt, nicht nur auch noch. Lecken, ey. So. Super. So, mehr konzentrieren. So soll es natürlich sein. Oh, komm jetzt. Geh mir nicht auf den Sack, Mann. Komm her. Hier gibt's eine Axt in den Bauch. So. In der gewalttätigen Szene geht das jetzt hier weiter. Tja, viel Spaß mit der radioaktiven Verseuchung. Oh mein Gott, nein. Nicht der Dicke, nicht der Dicke. Nicht auch noch der noch, ey. Das gibt's doch nicht. Oh, Grace Walker von Mordanklage freigesprochen. Okay. Hat mir jetzt so viel gebracht. So. Warte mal, ist da jetzt auch noch gerade ein Hedi? Da ist noch ein Hedi. Alter, wie soll ich das überleben? Das ist doch nervig. Der wurde getroffen. Der wurde. Oh, das ist unsere Unterstützung, oder? Sag mir das bitte, bitte, bitte. Nee, doch nicht.
Doch, das sind unsere Leute. Ja. Ja, Mann, Alter. Komm, komm, komm. Alles mitnehmen. Alles, was geht. So. Ich weiß, es ist, glaube ich, ein bisschen unnötig. Ich weiß nicht. Ich will jetzt nicht sterben. Komm. Ist mein... Halte die Regimesoldaten auf. Das ist aber nicht meine Mission, da oben entlang zu gehen. Perfekt. Oh, Waffenverbesserungskit. Ich sollte meine Waffen mal aufrüsten. Ja, seht ihr, trotzdem können wir hier noch ein bisschen was mitnehmen. Das ist ja geil. Oh. Lesen. Clarence Brief. Oh. Okay. Kann ich nicht mitnehmen. Handgranaten, das ist immer gut. Ach komm, ich glaube, wir müssen hier entlang. Ich hab's geglaubt, zumindest. Ach, schon wieder. Ach, was hab ich denn? Was hab ich nur mit diesem Ding? So. MPs sind die besten. Sowieso. Boom. Bam. Heide, nein. Oh, da ist der Dicke. Oh Gott. Komm jetzt. Komm ran. Komm mal ran auf den Meter. Also nicht so eigentlich, aber okay. Oh, der ist schon kurz vorm Explodieren. Und das Dröhnchen hier geht mir auf den Sack, Mann. Oh, okay. Vielleicht eher mal aufpassen. So. Das kann jetzt auch mal weg. Okay. Boom. So, Leute. Jetzt habe ich trotzdem noch ein Problem. Also jetzt mal ernsthaft, ohne Scheiß. Was mache ich jetzt? Wenn ich da nicht runterspringen kann, ja? Was mache ich jetzt? Ich sollte meine Waffen mal aufrüsten. So, wir haben alle vom Dach geholt. Springen Sie rein, Blesko. Oh, da war noch einer. Oh, Gold. Ich habe Gold hochgehoben. Ja, geil, oh. So, das hätte natürlich auch sein, also so ist nicht. Okay, von hier kamen wir. Carolina. Willst du mich jetzt? Die waren zu weit weg. Ich hab recht gehabt, einfach. Oh, komm jetzt. Fergus kann's halt immer noch. Na, wer ist dein kleines Zeter? Du bist ein kleines Zeter, Abby. Ja, du. Du kleiner Grauer. Du kleiner Grauer. Wir müssen es schaffen, Grace. Den Amerikanern den Kampfgeist zurückgeben. Eine Revolution entfachen. Scheiße.
Wir kämpfen jeden verfluchten Tag, Blaskowitsch. Aber die Weißen hier? Die haben doch aufgegeben. Ich glaube, die haben auf Kämpfen gar keine Lust mehr. Nein, die tun alles, was der Scheißkanzler ihnen sagt. So ein Schwachsinn. Sie wollen das Regime bekämpfen, wie wir. Sie brauchen nur jemanden, der ihnen zeigt, wie. Wissen Sie, wer jetzt im Süden das Sagen hat? Der Ku Klux Klan. Verdammt, habe ich recht? Genau. Und was werden Sie tun? Wollen Sie mit denen Händchen halten, Brücken schlagen und sie überreden, sich uns anzuschließen? Machen Sie doch auf, Blaskowitsch. Ach, vergessen Sie die Überläufer. Die breite Masse ist wichtig. Hören Sie, ich bin ausgepowert. Ich mach's nicht mehr lang. Ich kann nicht mal mehr alleine stehen. Könnte schlimmer sein. Vielleicht haben Sie recht. Vielleicht haben sich alle mit der Tyrannei arrangiert. Das Regime ist vielleicht immer noch an der Macht, wenn ich verrecke. Schwester Grace hat immer recht, Bruder. Musste ich auch erst lernen. Ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich. Wer den Amerikanern die Freiheit nimmt, spielt mit dem Feuer. Und ich gieße noch Öl hinein. Die Leute müssen lernen, das nicht mehr mitzumachen. Und wenigstens das werde ich tun, bevor ich gehe. Sehen Sie, genau das meine ich, Blaskowitsch. Sie wollen dem Regime Angst machen? Es an der empfindlichsten Stelle treffen? Mhm. Sie wollen ein verdammtes Chaos anrichten? Tja, dann sind Sie an der richtigen Adresse. Wenn Sie immer noch mit allen Mitteln gegen das Regime kämpfen können, dann was wohl? Dann wird mein Plan die Nation erbeben lassen. Oh, Scheiße! Muss ich jetzt etwa zurück nach Roswell? Ja, so sieht's aus. Was hältst du davon, du Dummerchen? Ich glaube, jetzt habe ich dich, mein Großer. Max Hass? Ich weiß nicht, Mixchen. Hier werden also die Entscheidungen getroffen. Wir brauchen einen Platz zum Schlafen. Dieser Raum ist leer. Super Spech! Herr Engländer, ich brauche ein neues Zuhause für meine Leute. Strom, Zugang zum Funkraum und ein Klo. Alles klar? Bitte. Was? Bitte. Wenn man was will, sagt man bitte. Und nennen Sie mich nicht nochmal Engländer. Okay, wollen Sie Ärger oder wollen Sie Hilfe? Ich bin für beides zu haben. Nicht drauf achten. Kann ich nicht kontrollieren. Ich kümmere mich drum. Was gibt's, was? Hier ziehen wir ein. Oh, alles klar, Schwester. Also, hör zu, Brüder und Schwestern. Der empfindliche Engländer zeigt euch, wo ihr das Zeug aufbauen könnt. Danach sucht ihr euch einen Platz zum Pennen und lernt die Bootsleute kennen. Und hey, provoziert keinen. Aber lasst euch auch nichts gefallen. Großartig. Tut, was die nette Lady sagt und folgt mir. Haben Sie Atomwaffen an Bord? Haben wir. Es gibt einige Atomsprengköpfe unten in Sektion F. Wir müssen uns einen davon besorgen. Der Eingang zur Sektion F wurde versiegelt. Er ist überflutet seit dem Angriff. Blaskowitsch, können Sie schwimmen? Ja. Mal wieder sind wir Depp vom Dienst, also jetzt mal ehrlich. Es ist doch jedes Mal dasselbe. Was ist das? Ich sagte, was zum Teufel ist das? Sehe ich da etwa eine funktionierende Toilette vor mir? Mich zu fassen! Ja, diese Toilette kann alle möglichen Exkremente entsorgen. Fäkalien, Urin, Erbrochenes. Hast du Arschpapier? Wenn Sie Toilettenpapier meinen, ja. Ja, wir müssen uns natürlich etwas einschränken, aber ja, oh. Es gibt auch was zum Abwischen. Oh Gott, oh mein Gott! Ja, Jesus, ja. Maria und Josef! Oh Scheiße, wie kann man sich nur über so eine Toilette freuen? Betritt Sektion F. Das war ja hier durch, oder? Ich glaube, wenn ich es jetzt noch von vorne im Kopf habe. William. Nee, hier ist Anja. Bleib stark, alter Mann. Okay, hier war das Schweinchen. Das, was sie braucht, kannst du ihr nicht geben. Meine Zeit war echt scheiße. Verdammt, wo war noch mehr F? War das nicht am wissenschaftlich, also von
Und Seth Roths Büro irgendwo in der Nähe. Boah. Bin ich verwirrt. Bin sowas von gerade verwirrt, ey. Okay. Da ist das Labor. Hier ging's dorthin. Da! Endlich! Alle deaktivieren. Ich bin verwirrt, ey. Oh! Die neue Schießanlage, hä? Und dann Köter. Okay. Okay, jetzt hör auf zu lecken. Bitte. Also ich muss schon sagen, war nicht schlecht. Es war nicht schlecht. Oh, erster Verlierer. Okay. Hat man. Aber das war eigentlich nicht das, wo ich hin wollte. Betritt Sektion F. 43. Da, in die Richtung. Es ist immer ein Kraus, ey. Ich glaube, seine Zeit im Trainingshaus wäre da nicht verpasst. Es ist wirklich. Guten Abend, Captain Blaskovic. Ah. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich komme wieder Video. Ja. Ich sehe es kommen, da sind immer noch Leute vom Regime. Hallo, Grace. Ich fische mal den Atomsprengkopf raus. Gut, halten Sie mich auf dem Laufenden. Eieiei. Wir müssen uns natürlich damit zufrieden geben, ey. Ist ja auch nicht mehr normal. So. Gehen hier mal durch. So. Also schwimmen dürfen wir schon mal. Der Anzug. Diese drückende Hitze. Okay. Das nervige Jucken. Wie haben Sie das ausgehalten, Carolina? Ah, hier. Er ist so eng geschnitten, dass ich kaum atmen kann. Okay. Oh, bitte. Und ihre Fußstapfen sind ohnehin zu groß für mich. Hä, aber warum sinkt das U-Boot deutlich nicht? Ah. Hier ist ein Propeller. Das sind wahrscheinlich die Schäden davon, wo wir. Und die Sache. Sind ja, alles, was hallo? Mich noch aufrecht hält. Danke, und dass du mal aufgetaucht bist, Blaskovic. Ihre Stimme. Wie balsam. Meine Stütze. So. Eine Karte. Das ist das, was ich nicht verstehe. Irgendwie. Oh, komm jetzt. Echt jetzt? Euch gibt's hier? Verdammte Drohne, Alter. Ich frag mich echt, wofür es diese Dinger hier gibt. Vor allem, wer die aktiviert hat, also. Ich sollte das ist mal so meine Frage. Laut der Maschinenraumkarte irgendein scheinen Penner die Atomsprengköpfe gedacht, so, von einem Verteidigungssystem bewacht zu werden. Ja, okay, erstmal aufladen. Grace Walker. Kälteschlafkammern in der Nähe. Bisschen schwarz. Seien Sie auf alles vorbereitet. Grace Ende. So. Oh. Gesundheit. Also. Gehen wir nochmal durch.
Wir brauchen immer noch einen Sprengkopf. Ich sehe nichts. Ich brauche ein bisschen Licht. Also. Das ist eine. Jetzt haben wir zwei. Ich würde mal sagen, komm, nehmen wir nur eine. Ich würde gerne irgendwie eine Taschenlampe irgendwie haben wollen. Ah, okay. Stromversorgung. Natürlich. Okay. Wo ist der? Das sind zwei. Nein. Komm mit. Wenn ich eine Waffe davon krieg, bin ich schon mal glücklich. So. Eine Waffe. Hab sie. Maximiere einen Vorteil. So. Hier. Könnt mich mal. Pisser. So. So schnell geht's. Aber das war jetzt kein atomarer Sprengkopf. Atomarer Sprengkopflager. Ich hab gerade irgendwo Health gesehen, ja? Kann ich mich doch nicht für blöd verkaufen. So. Da hab ich's doch. Hm. Ja, moinsen, jetzt haben wir hier nicht mal die Chance, irgendwas zu finden, oder wie? Okay. Warte mal. Kommt hier auch irgendwas, oder? Hä? Irgendwie müssen wir interagieren. Egal, es wird schon wieder mal viel zu lang, Leute. Deswegen, wir sehen uns erst wieder in der nächsten Folge von Wolfenstein, der New Colossus. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao.